Herzlich willkommen zum heutigen Weekly Food. Am Dienstagabend gab es bei McDonald's den 1955er Burger. Am Mittwoch gab es zum Frühstück einfach etwas gemischtes Müsli, so Basismüsli und Knusper-Schokomüsli. Und zum Abendessen gab es Chicken Wings zusammen mit Ofenkartoffeln und Ofengemüse. Freitag gab es zum Frühstück dann zwei Brötchen, belegt mit Käse, Wurst, Hühnchenbrust und so Schnibbelschinken. Und zum Abendessen gab es Hühnchenbrustfilet mit Pommes und etwas Mayo. Am Sonntag gab es zum Frühstück einfach nur so ein paar Kelloggs, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Und da einer unserer besten Freunde Geburtstag hatte, gab es dann zum Kaffeetrinken diese geniale Torte. Regenbogentorte, hammermäßig lecker und schaut euch die mal an. Das war's für heute auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Freitag zu einem neuen Video. Tschüss!